Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Ich möchte euch heute einmal die Akku-Heckenschere von der Firma Husqvarna vorstellen. Und zwar ist das die 5er-Serie, die 536 Li HD60. Das heißt, die hat eine 60er Schiene, also 60 cm lang, könnt ihr da schneiden. Das ist eine Profimaschine, heißt Doppeltmesser. Wenn man da genau hinschaut, sieht man das unten eine Schneide und oben eine Schneide. Bei den einfachen Heckenscheren habt ihr nur eine Gegenschneide. Und ihr habt vorne einen Kantschutz, damit man nicht so leicht mit dem Messer in den Dreck kommt. Das ist zur Sicherheit, damit man da nicht so leicht auf die Messer kommt, die Kunststoffabdeckung oben. Ihr habt ein stabiles Metallgetriebe, das ist bei vielen Heckenscheren Kunststoff, gerade im Akkubereich. Dann habt ihr einen drehbaren Griff. Man kann hier ziehen und dann den Griff nach links oder nach rechts drehen. Ist ergonomisch geformt, das heißt, bei der normalen Heckenschere ist meistens der Griff gerade, in der Flucht zur Heckenschere, da ist er abgewinkelt. Hat den großen Vorteil, wenn ihr so gerade habt, müsst ihr das Handgelenk abwinkeln. Und bei dem braucht ihr es nicht abwinkeln, weil der Griff schräg ist. Dann habt ihr zwei Tasten, einmal einschalten, einmal Ökomodus. Normalerweise einschalten bei voller Last, nimmt man den normal her. Und Ökomodus, wenn ihr jetzt dünnere Triebe und so Sachen macht, wo man weniger Belastung braucht, dann schaltet man Ökomodus ein, dann braucht das Gerät weniger Strom. Wir probieren es jetzt einmal aus mit dem 200er Blitz 200er Profi Akku. Wichtig, vor dem ersten Einsatz voll aufladen. Also Ladegerät anstecken, das ist ein Schnellladegerät, das 300er, Akku reinstecken, bis er einrastet und dann voll aufladen. Ihr habt hier eine Ladeanzeige, wenn ihr da drückt, zeigt es auch, der ist jetzt voll aufgeladen, alles auf grün, also das haben wir schon vorweg gemacht. Der Akku wird bloß reingesteckt, ich werde jetzt den einfach nehmen, hier seitlich reinstecken, bis er einrastet. Dann könnt ihr im Endeffekt schon loslegen. Zwei haben Sicherheitsbedienung, also heißt einschalten, hier ist grün, vorne und hinten einschalten. Zeige ich euch jetzt einmal bei meiner Baumhecke, wie man da schneiden kann. Schwenken den Griff. Das Ganze mal mit dem Ökomodus umschalten auf Ökomodus, dann leuchtet die zweite Leuchtdiode. Also man sieht hier, wird wunderbar sauber abgeschnitten. Zum Ausschalten einfach wieder den und den Hauptschalter rausnehmen, dann habt ihr es wieder ausgeschaltet. Ist angenehmer zum Arbeiten, ihr habt keinen Benzingestank mehr. Angenehm, brauchst bloß, wie gesagt, den Akku laden, reinstecken, loslegen. Akkus gibt es verschiedene, das ist jetzt der zweitstärkste von der Serie her. Wenn ihr weniger Gewicht haben möchtet, könnt ihr natürlich auch noch einen kleineren Akku nehmen. Die Heckenschere braucht jetzt nicht so viel Leistung. Wenn man leistungsstarke Geräte hat wie Laubgebläse, sollte man natürlich schon immer den stärkeren Akku verwenden. Aber da gibt es auch im Anschluss vom Video das Link zu den Produkten. Könnt ihr euch die technischen Daten dann anschauen. Und wenn ihr was bestellen wollt, könnt ihr es natürlich auch bestellen. Oder ihr könnt es mir natürlich auch im Laden besuchen, dann berate ich euch ausführlich und ihr könnt euch das passende Gerät anschauen und auch gleich mitnehmen. Also ihr seht hier, Messer sind wirklich schön scharf und die schneiden das Ganze sauber ab. Ihr habt da wirklich ein solides Gerät. Ja,
Wenn es euch gefallen hat, macht es ein Gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, es würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Nachmittag. Dankeschön.